Ich muss ja ganz ehrlich zugeben, ich habe mir Welt 5 bisher schon schwieriger vorgestellt. Aber eigentlich geht's. Und ich freue mich jetzt schon fast über den Wolken. Oh, mal sehen. Oh nein, 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 nein. Ein Scrolling-Level. Wie ich Scrolling-Level hasse. Oh, und das sind so schwer weiten Fortschritt. Boah, mir fehlen schon fast die Worte. So weit fortgeschritten, wie wir im Spiel schon sind, kann das nicht gut sein. Oh, what the fuck? Okay. Nee, das kann nicht gesund sein. Mit den Lucky Twos auch noch. Ey, nee, 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 nee. Ach du Scheiße. Gut, wir gucken mal, wir schauen einfach mal, dass wir das Beste draus machen. Wir sehen immer diese ganz leichten grauen Striche auf den Wolken. Das sind die Pfade, auf denen wir uns bewegen können. Oh, wow, okay, mit denen habe ich nicht gerechnet. Vielleicht sollte ich nicht so überhastet vorspulen. So, da geht's doch bestimmt rein. Nein, tut's nicht. Ungewöhnlich. So, während wir die mit einer Stampfattacke kaputt machen können, also die Baseballspieler, können wir die nicht anrühren. Die werden dann nur wild. Unnötig. Okay, noch mehr Baseballspieler. Und Shy Guys. Na, das geht soweit ganz gut. Hier die Blume, die kriege ich auch noch ganz gut. Boah, aber die sind ätzend. Ich verstehe auch schon ihren Sinn. Denn die kicken dich dann nämlich einfach von den Wolken. Das kannst du nämlich kaum kontrollieren. Das ist richtig, richtig fies. So, ich versuche die immer gleich zu eliminieren. Dann hat man nämlich ein paar Sorgen weniger. So, ich komme ganz gut voran eigentlich. Ungewöhnlich gut, aber jetzt glaube ich wird's ätzend. Okay, jetzt rasten sie aus. Jetzt rasten sie aus. Oh, aber hallo. Alter. Alter, 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 Alter. Ich mache hier ein Safe State, Leute. Es tut mir leid, aber das tue ich mir nicht nochmal an. Genau wegen sowas hier. Boah, wäre das gemein gewesen, wenn ich mich jetzt getroffen hätte. Okay, das ist krass. Also die Typen machen es einem schon schwer. So, ja, jetzt kommen zwei Lucky Twos. Haben sie gelitten. Krass. Okay, die Blume ist jetzt nicht so das Problem, sogar direkt mal... Ah, jetzt kommt genau das, was wir im Avatar gesehen haben. Oh, scheiße, und jetzt noch mit Lucky Twos. Oh, mit zwei natürlich wieder. Muss auf alles Acht geben. Komm, 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 komm. Na, ich wollte erstmal das Ding hier. Denn... Oh, Moment mal, wo soll ich denn jetzt lang? Wo soll ich jetzt lang? Oh, scheiße, Lucky Two. Verdammt nochmal. Okay, dann gehen wir da lang. Geht weg, geht weg, geht weg, geht einfach weg. Schön, okay. So, was kommt als nächstes? Hüpfende Shy Guys. Oh, und Lucky Twos, in die du einfach reinspringst, weil sie gerade eben erscheinen, ne? Das finde ich ja so assi. Okay. Shy Guy, noch ein bisschen vorspulen. Ach, ich genieße diese Vorspulfunktion. Ich liebe die einfach. So, auch an denen vorbei. Hier scheint erstmal nichts Schlimmeres zu kommen. Ha! Vorbei! Der Scrolling-Level. Der Scrolling-Teil ist vorbei. Und damit wie gut, dass ich gerade hier mit Safe States gearbeitet habe. Ratet mal, wie sehr ich Bock gehabt hätte, das jetzt Ganze nochmal zu machen. Obwohl ich kurz vom Checkpoint war. Ja, gar nicht, richtig. Das hätte mir meine Motivation aber ordentlich geraubt. Aber wie gut, dass wir das jetzt hier machen konnten. Da scheiße ich mir auch nix. So. Und einmal bis zum Ende, bitte. Das war aber auch kacke gemein irgendwie. Keine Ahnung. So, jetzt hätten wir die Hälfte erreicht. Oh, noch so ein Typ, ey. Oh shit, ich glaube, ich hätte den gebraucht, oder? Der hätte mich hochkicken müssen. Mit seinem Ei. Hm. Ja, was ist, wenn der jetzt nicht mehr da ist? Ah, da kommt ein Ballon. Das ist natürlich auch eine Möglichkeit. So,
Den Ballon hätten wir auch abgestaubt. Ich denke... Oh doch, hier geht's wirklich rein. Oha. Hätte ich jetzt ehrlich gesagt nicht gedacht. Und dann muss man hier was machen. Hallo? WTF? Was war das denn jetzt für ein Fake? Oh, okay. Ach du Schande, könnt ihr euch an 1.8 erinnern? Das Boss-Level aus der ersten Welt, wo man die Dinger selber umdrehen musste? Ja, ja, jetzt musst du sie von den anderen umdrehen lassen. Das ist ja hart, Assi, ey. Ja, ja, ich dachte mir schon, dass er die jetzt nochmal dreht. Okay, da muss man jetzt einfach nur schnell sein. Na, das geht eigentlich auch. Geht's da rein? Gott sei Dank nicht. Je weniger Möglichkeiten, desto besser, glaube ich. Okay, da geht's nicht weiter. Ach du Schande, ey. Wir müssen es aber echt einen draufsetzen. Aus jeder Welt irgendwas. Oh, fuck. Oh, oh. Alter. Scheiße. Gib mir mal einen Mario jetzt wieder. So, jetzt muss ich irgendwie schauen, dass ich da unten den erwisch. Dann geht's hier weiter. Oh Gott, die Eiertypen, ey. Oh, da war ein bisschen Glück dabei, kann sein. So, oh, nee, das mache ich jetzt ein Safe State, weil vielleicht musst du nämlich da oben rein. Nein, tust du nicht. Okay. Ja, die habe ich jetzt vergeigt. Okay, das waren alle roten. Das ist ein gutes Zeichen eigentlich. Das waren alle von denen. Das ist auch ein gutes Zeichen. Und wenn hier das Ziel ist, dann habe ich es geschafft. Geil! Dann aktiviere ich jetzt hier mein Plus 10 und habe 100% in 5-6. Gott verdammt nochmal. So läuft's. Es geht. Welt 5 geht, Mann. Und ich habe das Scrolling-Level hinter mir. Okay, ich kann absolut nicht entziffern, was auf diesem Avatar zu sehen ist. Und machen wir spannend, was auch immer uns hinter diesem Avatar erwartet. Na, das sehen wir in der nächsten Folge von Yoshi's Island. Aber nein, ich bitte euch, ich kann euch doch nicht noch länger auf die Folter spannen, denn wir wollen alle wissen, was es mit diesem Avatar auf sich hat. Deswegen gucken wir direkt rein in 5-7 und ja, das Level sehen wir in diesem Part noch. Außer Lift Ballett ist ganz schön komisch. Oh, guck mal, ein Level, das von rechts nach links geht. Das ist scheiße selten. Und ich glaube, das ist auch das zweite bisher gewesen. Und auch das zweiteinzigste, wenn man da sowas sagen kann. Ich glaube, Welt 1.6 oder 1... Ne, 1.6 glaube ich war es. Hatte auch sowas. Hatte auch so ein Level, das von rechts nach links ging, war im Übrigen ähnlich. Yo, jetzt habe ich es natürlich total vergeigt. Ach, weißt du was, das brauche ich glaube ich gar nicht. Außer da ist natürlich eine Blume drin, aber das glaube ich jetzt nicht. Nicht gleich ganz am Anfang, das glaube ich nicht. Da musste man auch so Scheiße hier machen. Ach, wie klar das war, dass das Ding auch noch runterfällt. Dann kann man ja schwer davon ausgehen, dass die hier alle runterfallen. Halt, halt! Ich wollte dich eigentlich mitnehmen. Weil man ja nie weiß, was genau passieren wird. Möwen. Was zur Hölle ist das denn jetzt für ein Scheiß? Was zur Hölle? Seid ihr denn für... Boah, what the fuck? Okay, pass auf, pass auf, pass auf. Ich habe mich gerade tatsächlich durch die Möwe gerettet, Mann. Wie krass. Ach, ich kann auf dieser komischen Weltkugel stehen bleiben. Was zur Hölle seid ihr für Viecher? Irgendwie kommen die mir bekannt vor. Aber ich habe keine Ahnung. Ne, ich habe keine Ahnung. Aber irgendwas sagen die mir. Das ist vielleicht der Boss aus dem nächsten Schloss. Wobei, ich habe ja keine Ahnung, wer der Boss aus dem nächsten Schloss ist. Nie gesehen. Irgendwas sagen mir die schwarzen Viecher. So, was haben wir hier? Hier gibt es wieder irgendwelche langweiligen Passagen.
War da drüben nicht gerade... Nee, da war nur so eine Scheißmöwe. Verpisst euch! Und down! Ach komm, da oben ist doch garantiert was. Da brauche ich bestimmt eine Möwe dafür. Das wäre doch gelacht, Leute. Das wäre doch gelacht. Natürlich. Wie klar das war. So, was haben wir denn hier? Ach du Schande, sowas. Oh fuck, oh fuck. Ich glaube, das habe ich mir jetzt vergeigt, oder? Keine Ahnung, ich weiß auch noch nicht mal, was hier genau zu tun ist. Oh shit, da ist eine Blume. Ja, die kriege ich jetzt natürlich so nicht mehr. Ja. Scheiße. Ja, dann kann ich genauso gut sterben gehen eigentlich, weil wenn ich die nicht mehr kriege, muss ich das Level logischerweise nochmal machen. Ärgerlich. Okay, dann bereite ich mich einfach mal ein bisschen anders auf das Level vor. Und nachdem ich jetzt schon weiß, was ich hier machen muss, kann ich einfach mal weiterspringen. Spare mir gut was an Zeit. So, jetzt kommen diese komischen Weltkugeln. Ich nenne die jetzt mal Weltkugeln. Kann ich von dort aus nicht schon direkt weitermachen? Nein, kann ich nicht. Ha, und jetzt kommt das Ding nicht hinterher, oder was? Ach komm, ich hasse es. Ja, damals war der SNES halt einfach noch nicht so weit, dass er so weit im Voraus programmieren konnte, ausrechnen konnte, wie was sein wird. Das ist ärgerlich. Normalerweise wäre jetzt einfach voll genüsslich kommen können, das Teil. Ich wäre da noch super drauf gesprungen. Es wäre ohne Probleme hätte es funktioniert. Und jetzt muss ich auf den Scheiß hier warten. Okay. Dann halt eben so. Nachdem ich hier auch weder rote Münzen noch sonst irgendwas sehe, kann ich ja den Scheiß jetzt hier schon mal ausnutzen. So. Einmal hier nach oben, hier passiert eh nichts. Jetzt nutze ich den Vogel hier nochmal aus. Und rein da. So, jetzt machen wir mal hier mal ein Safe State hin. Weil, so wie es aussieht, muss ich ja hier irgendwie an die Blume kommen. Und mit so einem Mega-Lag weiß ich noch nicht mal, ob das gut ist. Oh ja, da gibt es einiges an Münzen. Ui, da gibt es einiges an Münzen. Und? Ah, das habe ich nicht. Ja, super. Oh, scheiße. Ja, ich habe mir ehrlich gesagt schon genau das gedacht. Ja. Scheiße. So, und jetzt hier noch ein bisschen was mitnehmen. So viel wie möglich irgendwie. Und dann von hier aus nochmal sprinten. Sprinten, 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 sprinten. Und jetzt riskieren wir es nicht. Nein, wir riskieren es nicht. Wir gehen jetzt einfach wieder zurück. Ganz genüsslich. So. Und weiter geht der Spaß hier. Jetzt kommen wir hier wieder zu so einem Drehvieh. Ah ja, geht schon. So. Und weiter und weiter und weiter und weiter und weiter. Keine Zeit verlieren. Immer schön weiter drehen. So, da können wir bestimmt was an Zeit sparen. Ah, jetzt kommen wieder so Viecher. Das ist mir jetzt schon fast zu gefährlich. Da gehe ich lieber mal kurz einmal so. So, was haben wir... wo ist eine Möwe? Wo ist eine Möwe? Ich bin auf einer Möwe. LOL! Ich habe mich schon wieder durch so eine verkackte Möwe gerettet. Nice, da oben ist doch irgendwas, oder? War da nicht irgendwas? Okay, da kommt man vielleicht erst noch hin. Oh nein, oh nein, oh nein. Jetzt muss ich mich wieder durch eine Möwe retten. Das ist mir abermals gelungen. Das klingt komisch, ist aber so. Okay, die Möwen retten mir hier das Leben. Aber nachdem ich, glaube ich, irgendwann daneben springe, so wie hier zum Beispiel, habe ich mir jetzt doch mal ein Safe State gesetzt. Komm, da scheißen wir jetzt nicht lang rum. Ich will hier mal ein bisschen Fortschritt wieder haben. So, was muss ich jetzt hier machen? Irgendeins muss ich aktivieren, bestimmt. Und dann? Und dann?
Keine Ahnung, springen einfach weiter, würde ich sagen. Oh, ah, okay, da geht's irgendwie da lang. Es gibt doch endlich mal rote Münzen. Oh, das gab aber mehrere rote Münzen, scheinbar. Oh, das habe ich sogar noch geschafft. Dann könnte ich die, wenn ich... Yeah, wenn ich Eier hätte, könnte ich die da oben sogar noch erwischen. Krieg ich glatt. So, die kriege ich wahrscheinlich nicht alle. Oh, doch. Okay, 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 okay. Oh, nee, oder? Puh. Ich hoffe, das war's jetzt erstmal. Mit den Lift-Dingern da. Ich habe erst 4 rote Münzen und erst eine, Oh, scheiße. Das Level, glaube ich, ist ein bisschen länger. Da werde ich jetzt doch, glaube ich, mal wieder ein Safe State setzen, weil ich einfach gar keinen Bock habe, mich länger mit dem Level zu beschäftigen. Okay, ich sehe schon, ich weiß schon genau, was ich da jetzt tun muss. Und ich bin sehr froh, dass ich hier gerade meinen Safe State gesetzt habe. Ich muss nämlich das Ding erwischen. Nee. Ich glaube, das muss ich ganz anders machen. Nämlich... Nee, weißt du was? Das mach ich anders. Das mach ich jetzt so. Dafür ist das Power-Item nämlich da und ich finde das eigentlich ziemlich chillig. Okay, wow. Perfekt durchgekommen. Nice, okay. Da fällt mir gar nichts mehr dazu ein. Das war wirklich super. Und der erste Checkpoint. Na Gott sei Dank. Und die 30 voll. Das erklärt aber noch bei weitem nicht... Ja, da hätte ich mir den Checkpoint vielleicht auch anders setzen können. Egal, das machen wir jetzt nochmal so. Zeigen hier nochmal so einen super schönen Schuss. Jawohl. Sammeln den Spaß hier nochmal ein. Haha. Und dann geht's hier weiter. So, nachdem wir jetzt hier den Checkpoint offiziell haben, kann ich mir jetzt hier auch ohne Sorgen ein Safe State setzen. Vor allem, weil es hier gerade schon wieder ruckelt wie Sau. Unspielbar, meines Erachtens. Aber irgendwie kriege ich es hin. Nein, so nicht. Ach komm, Leute. Grausig, wie die Framerate hier einbricht. Was passiert jetzt hier? Oh, fuck. Boah, ist das unspielbar, Mann. So, hat sich's jetzt endlich wieder gefangen. Wie komme ich jetzt bitte da oben ran? Das habe ich mir doch jetzt total vergeigt hier, oder? Boah, ey, das kann doch nicht sein, dass es jetzt so hart abkackt. Hör mal bitte auf, Mann. So, ich hoffe, es hat sich jetzt endlich wieder beruhigt. Und wo muss ich jetzt eigentlich lang? Ach, da waren die Pinguine. Ach, dann war der Scheiß, den ich verkackt habe hier, ne? Da muss man nämlich hier gleich rüber, damit man den Scheiß einsammelt. Dann wird man zerquetscht. Nein, oder? Okay, ich verstehe. Ich verstehe, ich verstehe. Dann machen wir das Level eben anders. So, dann laufen wir nämlich einmal ganz kurz rüber. Dann chillen wir hier. Jawohl. Und dann funktioniert das. Oh oh. Das sieht allerdings schon wieder schwer aus. Oh fuck. Oh fuck. Das sieht richtig, richtig, richtig schwer aus. Vor allem... Wohin? Zur Hölle? Okay, krass. Keine Ahnung gerade. Hier wird nicht gechillt, hier wird weitergemacht. So, jetzt muss ich aufpassen. So. Nee, scheinbar nicht. Dann einmal hier einen großen Sprung dahin, dann einmal einen großen Sprung dahin, dann einmal einen großen Sprung dahin. Dann da. Dann da und dann stehe ich schon wieder dumm da. Fuck. Okay, das werde ich jetzt anders lösen. Weil das scheint mir ja doch auch länger zu sein. Und zwar so richtig krass lang.
Dann werde ich jetzt hier erstmal gemütlich einen Safe State setzen. Dann werde ich hier warten. Ich weiß nicht, ob das eine gute Idee jetzt war. Oh ja, doch, war gar nicht so schlecht. War gar nicht so schlecht. Ich glaube, man kann jetzt sogar hier nochmal einen Safe State setzen. Nee, ich weiß nicht. Weiß ich nicht. Nee, nee, das war auf jeden Fall nicht gut eingesetzt. Da drauf, da drauf, da drauf, da drauf. Dann dich killen. Dann hier runter. Den einsaugen. Da die rote Münze nehmen. Okay, fuck. Ja, das war auch Quatsch. Warum warte ich da jetzt eigentlich, bis er mich tötet? So, jetzt bleibe ich einfach auf dem drauf. Und dann... Ich habe keine Ahnung, was ich jetzt tun muss. Oh, nee, ey. Zwei rote Münzen und eine Blume, oder wie? Oh, das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Ja, das müssen wir uns wohl... Noch einmal... Hey, cool, zwei Ups bekommen. Ha, Tatsache, der schwarze Fette ist tatsächlich der Boss von der achten... Vom achten Level. Na gut, ach, so soll das darstellen. Das soll Yoshi darstellen. Okay, gut. Wir versuchen in der nächsten Folge nochmal die 100% in 5-7 zu bekommen. Und dann geht's ab ins Schloss von Welt 5. Ich bin gespannt, was uns dort erwartet. Es ist auf jeden Fall irgend so ein fetter, schwarzer Bommel. Na Schnauze in der Fresse. Gut, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Haut rein.